Die Temperaturen steigen ins Unermessliche. Wir haben endlich Sommer, wir haben endlich mal Wärme. Aber was bringt die Wärme mit uns? Wir schwitzen. Und dieses Schwitzen, wie ich zum Beispiel auch wieder meine Salzsohle hier ins Spiel bringe, das erzähle ich Ihnen gleich. Bleiben Sie dran. Mein Name ist Nadja Knoblauch. Ich bin Heilpraktikerin, Fastenleiterin und gesunde Lebensweise, gesunde Ernährung, Fasten, Abnehmen, alles, was damit zu tun hat, dass wir ab der Lebensmitte gesund bleiben, fit bleiben, am Leben aktiv teilnehmen können. Darum geht es in diesem Kanal. Und wenn Sie nichts verpassen möchten, dann abonnieren Sie bitte den Kanal. Ich würde mich sehr freuen. Danke. Ja, was passiert mit unserem Körper, wenn wir schwitzen? Wir verlieren Flüssigkeit, wir verlieren Wasser auf jeden Fall und wir verlieren damit unsere ganzen wertvollen Mineralsalze. Unser gesamter Elektrolythaushalt des Körpers kommt durcheinander. Und Menschen, die gerade jetzt so, wenn es so warm ist, die dann auch noch so mit den dicken Beinen zu kämpfen haben. Also ich sag mal so, diese Wassereinlagerungen in den Beinen, was machen diese Menschen? Die nehmen noch Diuretika, also die nehmen dann meistens noch so Entwässerungstabletten zu sich und damit kommen sie in einen kompletten Teufelskreis. Weil diese Entwässerungstabletten, was machen die? Die schaffen das Wasser raus, aber mit dem Wasser schaffen sie auch unsere wertvollen Mineralsalze raus. Und ich brauche im Körper diese Mineralsalze, damit mein osmotischer Druck sozusagen, damit mein Blutdruck im Rahmen bleibt und damit ich dort nicht eine Entgleisung habe, weil wenn ich weniger Flüssigkeit habe, weniger Salze, dann entsteht häufig eben auch dieser extreme Bluthochdruck. Und dieser Tipp mit der Salzsohle, die Salzsohle, ich habe das ja schon einmal erklärt in einem anderen Video, verlinke ich hier oder hier, in einem auf jeden Fall, diese Salzsohle. Es ist das Kristallsalz vom Himalaya-Salz. Also nur da habe ich diese Kristallbrocken. Das ist so ein 200 Millionen Jahre altes Salz, was im Himalaya, in diesen Gebirgen dort, über Druck, Druck, Druck in circa 600 Meter Tiefe gepresst wurde. Und das heißt, dieses Kristall hat eine kristalline Struktur, diese hexagonale Struktur, die unser Körperwasser auch hat. Deswegen sind diese Salze, die werden von unserem Körper auch verstoffwechselt. Wir nehmen sie gut auf. Und wenn ich jetzt zum Beispiel durch dieses heiße Wetter, wenn ich da durch das Schwitzen so diese Mineralsalze verliere, das merkt man auch jemand, der mal richtig geschwitzt hat, dass der Schweiß salzig schmeckt. Das heißt, ich verliere ja dieses Natrium, dieses Salz. Ich meine jetzt nicht dieses normale Salz, was ich so fürs Essen, was die meisten fürs Essen verwenden, also dieses denaturierte Salz, was ja schon gar kein Salz mehr ist, sondern wirklich unser richtig wertvolles Körpersalz. Da gehört das Kalium auch dazu, da gehört das Magnesium dazu, da gehören auch diese Mineralspuren dazu, was nur noch das Selen ist oder das Mangan oder das, ja, auch das ist Kobalt. Das sind alles so kleine Mineralsalze, aber der Körper braucht dieses osmotische, er braucht den osmotischen Druck und er braucht dieses Gleichgewicht in diesen Elektrolyten. Und deshalb ist mein Tipp, von diesem, das hat, ja, wenn Sie das noch nicht irgendwo gesehen haben, ich habe das jetzt auch nicht in dem Sinne unten verlinkt, ich könnte es machen, ja, wo Sie das herbekommen. Also diese Kristallbrocken, das sind so wirklich diese wunderschöne kristalline Struktur. Und wie ich das schon an dem anderen Video erklärt habe, man löst dieses Salz in Wasser auf, man stellt sozusagen eine Salzsohle her, dass man das in ganz normales Wasser, also nicht unbedingt Leitungswasser, es sollte schon ein sehr schönes Mineralwasser sein, aber man löst es einfach, man legt diese Brocken einfach in Wasser hinein und dann löst sich das auf. Das ist jetzt so mal meine Salzsohle für den Morgen, die ich dann nehme. Das ist bis zu 28%, also mehr ist die Sättigung auch nicht. Da kann ich immer wieder Wasser zufüllen und wenn ich dann irgendwo das Salz immer weniger geworden ist, ja, dann lege ich eben mal wieder so einen Brocken hinein. Und von diesem Salz morgens als erstes einen Teelöffel, diese Salzsohle, beziehungsweise auch wenn ich tagsüber mal richtig merke, ich habe richtig viel geschwitzt, da kann ich dann wirklich auch mal zwei, drei Teelöffel davon nehmen, weil ich habe hier dieses Salz. Und man weiß das zum Beispiel von Marathonläufern,
die während des Marathonlaufens, wo man sich ja auch so extrem auspowert und ausschwitzt, wo die ja literweise Wasser verlieren, Flüssigkeit verlieren, die haben so einen Brocken von dem Himalaya-Salz mit und da lecken die immer dran. Also sie können natürlich auch an diesem Brocken lecken, ist gewöhnungsbedürftig, aber auf alle Fälle viel Wasser trinken. Und dieses viele Wasser trinken, das ist schon auf der einen Seite essentiell, aber es gibt eben diese Menschen, die dann sehr viel auch diese Wassereinlagerungen haben durch diese Wärme, weil eben da einfach schon diese Wärme dafür sorgt, dass da zu viel Wasser im Körper gespeichert ist. Und dann haben die meistens noch ein Problem, irgendwo ja, noch mehr Wasser zu trinken und nehmen aus diesem Grunde häufig auch diese Entwässerungstabletten. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man bei dieser Diuretika, dass man da die Mineralsalze dem Körper wieder zuführt. Und dieses Mineralsalz, das kann ich natürlich auch wunderbar nehmen für Schweiß zum Beispiel. Schweiß, warum riecht Schweiß? Weil sich Bakterien bilden, zum Beispiel unterm Arm, am Körper oder wer jetzt auch, das weiß ich beispielsweise aus meiner Praxis auch. Frauen in dieser Wärme haben Frauen häufig das Problem, dass unter der Brust, dass das einfach dort durch dieses Schwitzen eine extrem wunde Haut wird. Oder auch am Oberschenkelinnenseite durch diese Wärme, dieses Schwitzen, dass diese Haut dort extrem wund wird auch. Und dann ist zum Beispiel mit einer Salzsohle, das ist zwar sehr schmerzhaft, aber ich kann dort versuchen, das mal etwas zu benetzen mit Salzsohle. Oder ich nehme dann einfach ein ganz normales Himalaya-Salz, ein feinkörniges und nehme das beim Duschen, reibe das sozusagen auf diese Körperstellen, lasse es ganz kurz drauf, damit ich dort diese Hautstruktur wiederherstelle. Und dann kann ich zum Beispiel ja auch so einen Kristall Salz überhaupt als Deo nehmen. Das gibt es auch irgendwo, glaube ich, zu kaufen als Deo-Stift für also aus diesen Kristallsalzen, um dort so eine Bakterienbildung zu vermeiden, weil Geruch entsteht, wenn die Bakterien zu viel sind. Und wenn ich jetzt beispielsweise mit dieser Salzsohle diesen Mineralhaushalt wieder ausgleichen kann, weil eben dieses, ja, dieses Kristallsalz, dieses strukturierte, hexagonale, strukturierte auch Kristallsalz, alle Mineralien exakt enthält wie unser Körperwasser, damit führe ich meinem Körper natürlich auch die Salze zu. Und das Gute ist, dass diese Salze bioverfügbar sind, dass sie sozusagen meine Zelle aufspaltet. Denn ich hatte das schon mal in einem anderen Video erklärt, auch irgendwie verlinkt, dass wenn ich jetzt, ich kann so viel Kalzium und Magnesium zu mir nehmen, wenn es meine Zelle nicht aufspaltet, dann nützt es gar nichts, dann geht es an der Zellwand, es prallt ab und ja, es kommt nicht in die Zelle hinein. Deswegen, ich brauche entweder die Mineralien in dieser Bioverfügbarkeit, was wir jetzt im Himalaya-Salz haben, oder das andere war um die Schüsslersalze. Wenn ich da mit diesen Schüsslersalzen arbeite, dann kann ich das natürlich genauso machen, dass ich da mit diesen Schüsslersalzen einfach die Zelle aufspalte, sozusagen, dass wenn ich dann ein Magnesium nehme, extra oder irgendwo eine Eisenkapsel oder so, dann nimmt es auch die Zelle auf. Also hier sind in diesem Himalaya-Salz, in diesem Kristallsalz aus dem Himalaya sind alle wichtigen oder überhaupt alle Mineralsalze, die unser Körper auch hat, drinnen enthalten. Deshalb in dieser Wärme jetzt, da lieber mal irgendwo sich so ein Salz zurechtlegen. Und wenn ich merke, dass ich vielleicht auch, dass mir ein bisschen schwummrig wird, dass mein Blutdruck nicht nach oben, sondern in den Keller geht, eben aufgrund dessen, dass ich so entwässert bin, und das ist da häufig wirklich die Gefahr, dass man dann auch wirklich umkippt. Man hat dann wirklich so eine Unterversorgung des Gehirns mit Sauerstoff, sodass es einen dann aus dem Rennen nimmt. Also dann die Salzsohle irgendwo parat stellen und das vielleicht wirklich prophylaktisch am Morgen auf jeden Fall, sage ich ja immer, aber vielleicht auch nochmal am Abend. Und am Abend würde ich natürlich auch wieder empfehlen, machen Sie abends ein Fußbad mit Himalaya-Salz. Aber da richtig schön. Ja, vielleicht mal so eine, vielleicht auch mit einer Sohle, aber richtig schön mal so ein Kilo Salz in eine Schüssel und dann werden Sie merken, wie auch der Körper remineralisiert durch dieses Salz, weil die Fußsohle ist ja die dritte Niere. Über die Fußsohle entgifte ich und entschlacke ich, aber über die Fußsohle kann ich natürlich dann auch aufnehmen. Und das passiert auch, wenn man so ein Fußbad macht, lauwarm und dann abends diese Füße in dieses Wasser, Sie werden merken, Sie werden schlafen wie ein Baby. Es entgiftet, es entschlackt und es remineralisiert. So, das war mein Tipp für diese heißen, heißen Tage. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat,
dann abonnieren Sie vielleicht auch meinen Kanal, denn Sie wissen, ich bin immer sehr bestrebt, Ihnen so viel wie möglich aus meiner Praxis, aus meinem Wissen zur Verfügung zu stellen, weil es gibt so einfache Dinge und es ist manchmal so einfach, das Leben. Und ich möchte, dass Ihr Leben leicht ist und dass Sie leicht und gut durch diesen Sommer kommen und durch diese heißen Tage. Das war's für heute. Salzsohle, Himalaya-Salz und ich, Nadja Knoblauch. Danke sehr.